Ein Schornstein, nichts weiter. Eine leere Kiste. Das Wrack von einem alten Bus. Ein Motocross-Motorrad sieht fast noch brauchbar aus. Ein Motocross-Motorrad sieht fast noch brauchbar aus. Das hier muss sowas wie ein Versammlungsplatz sein. Da steht auch ein Pranger. Da komme ich wohl gerade richtig. Amy, du solltest dich doch verstecken. Was? Du bist verletzt? Hyänen haben mich angefallen. Da dachte ich mir, ich komme lieber wieder zurück zu dir. Alles ist mir lieber, als da draußen aufgefressen zu werden. Naja, zum Glück sieht die Wunde nicht weiter schlimm aus. Und? Bist du zufrieden mit deinem Werk? Ich bin erst zufrieden, wenn ich jeden einzelnen von euch Kreaturen zur Hölle gejagt habe. Wer bist du? Mein Name ist Abel. Ich bin das Oberhaupt der Menschen, die du Schatten nennst. Und bevor du mich jetzt tötest, solltest du wissen, dass ein anderer an meine Stelle treten wird. Und tötest du ihn, wird wieder ein anderer folgen. Euer Feldzug gegen uns wird keinen Erfolg haben. Und mein Volk wird seinen berechtigten Platz in der Biosphäre erhalten. Feldzug? Ihr wart es, die neue Regierung angegriffen haben. Ihr habt Geiseln genommen und Unschuldige hingerichtet. Und da wundert ihr euch, wenn die GNO zurückschlägt? Lächerlich. Und was soll dieser Blödsinn von einer Biosphäre bedeuten? Ich glaube fast, Hayes hat dir tatsächlich nichts erzählt. Du dachtest wirklich, wir wären die Aggressoren in diesem Kampf? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Danach kannst du mich ja immer noch umbringen, wenn du das dann noch willst. Ich bin mir sicher, dass ich das dann noch will. Aber erzähl. Ich denke, dass du nicht einmal weißt, warum die Menschen, die du bekämpfst, so sind, wie sie sind. Man kann sie Mutanten nennen, das ist wahr. Aber sie sind keine Laune der Natur. Sie alle teilen ein Schicksal, das man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Kurz nach der Katastrophe von 2062 erkannte die damalige Regierung die Gefahr, die die Masse an ausgestoßenem CO2 für die Atmosphäre bedeuten würde. Die Schädigung der Ozonschicht und das fast ungehinderte Eindringen der UV-Strahlung stellte zusammen mit den erwarteten Klimakatastrophen die größte Bedrohung dar. Dies war der Grund, warum man sich entschloss, Zwangsimpfungen für alle Neugeborenen anzuordnen. Die Impfungen sollten die kommende Generation resistent gegen UV-Strahlung und immun gegenüber Hautkrebs machen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass der Impfstoff nicht ausreichend erprobt war und der Versuch fehlschlug, dann wäre das nur die halbe Wahrheit.
denn die Geimpften wurden tatsächlich unempfindlich gegenüber der UV-Strahlung. Tatsächlich hatte der Wirkstoff auch positive Auswirkungen auf eine Reihe anderer physischer Eigenschaften. Trotzdem zahlen diese Menschen noch heute einen hohen Preis. Der Impfstoff zeigte eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen. Die Andersartigkeit durch die graue Haut ist hierbei noch das erträglichste Schicksal. Weitaus schlimmer ist, dass wir schätzen, dass ihre Lebenserwartung im Höchstfall bei 35 Jahren liegt. Viele starben bereits in einem Alter zwischen 15 und 20. Es wird dich nicht überraschen, wenn ich dir sage, dass vor dir einer dieser Menschen steht. Das wusste ich alles nicht. Trotzdem ist das keine Rechtfertigung für eure Angriffe und Geiselnahmen. Wir waren es nicht, die angegriffen haben. Das will Hayes die Leute glauben machen. Aber die Wahrheit sieht anders aus. Er betreibt eine ethnische Säuberung. Er wird nicht eher Ruhe geben, bis er alle von uns getötet hat. Pff, welchen Grund sollte er dafür haben? Es gibt gleich mehrere Gründe. Hayes ist ein hasserfüllter und radikaler Mensch. Er verabscheut alles Andersartige und ist der Meinung, dass zur Erhaltung der menschlichen Rasse nur die Stärksten überleben dürfen. Alle anderen sind für den Abschuss freigegeben. Er nennt das menschliche Blut rot halten. Als ob das Blut in den Adern meiner Leute und der Schwachen und Kranken eine andere Farbe hätte. Einen weiteren Grund habe ich dir bereits genannt. Die Biosphäre. Die NASA experimentierte vor der Katastrophe mit künstlich geschaffenen Lebensräumen, die sich selbst unabhängig von der Außenwelt erhalten. Hier gab es Wasser, saubere Luft, grünes Gras. Und die Kuppeln, die sich über diese kleinen Paradiese spannten, schützten alles und jeden im Inneren vor Witterungseinflüssen. Auch vor UV-Strahlung. Die Anlagen hatten sogar ein unabhängiges System für die Energieversorgung. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine dieser Biosphären gefunden und angefangen, sie wieder aufzubauen. Leider konnten wir unsere Arbeit nicht beenden. Dann willst du mir sagen, dass der Auslöser für diesen ganzen Kampf ein Streit um diese Biosphäre war? Du begreifst schnell. Aber wir haben diesen Streit nicht begonnen. Unser Ziel war und ist es, für gerechten Zugang zur Kuppel zu sorgen, sobald das System wieder steht. Für jedermann. Vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, weitere Biosphären aufzubauen, wenn wir erst einmal die Funktionsweise der einen verstanden haben. Aber Hayes hat andere Pläne. Er beansprucht die Kuppel für alle, die er für stark genug hält, die menschliche Rasse zu erhalten. Das bedeutet, er will keine Alten, keine Schwachen und keine Kranken in die Biosphäre lassen. Und auch niemanden meines Volkes. Nachdem uns Hayes mit seinen Leuten überrascht und von der Kuppel vertrieben hatte, haben wir uns organisiert und den Kampf aufgenommen. Wenn es wahr ist, was du erzählst, warum habt ihr dann Dörfer und Enklaven angegriffen und Leute getötet, die überhaupt nichts mit Hayes zu tun hatten? Hast du uns jemals ein Dorf angreifen oder Unschuldige töten sehen? Nein, das dachte ich mir. Wir greifen nur Hayes und seine GNO an. Alles andere sind Gerüchte, die er selbst in die Welt setzt. Du lügst! Ihr habt meine Schwester entführt und ihr irgendein Zeug gespritzt. Schau sie dir an! Was passiert mit ihr? Du musst dich bei Leuten von der GNO aufgehalten haben, wenn meine Männer dich entführt und infiziert haben. Sie müssen gedacht haben, dass du zur Regierung gehörst. Wir würden niemals wissentlich Unbeteiligte in diesen Kampf reinziehen. Wir infizieren nur Leute der GNO. Was heißt, ihr infiziert sie? Was habt ihr Annie da gespritzt? Es tut mir leid für dich. Aber du hast ein Serum erhalten, das dich zu einer von uns machen wird. Was? Was? Warum? Unsere Wissenschaftler haben den Impfstoff, den wir alle als Säuglinge erhalten haben, weiterentwickelt. So, dass er auch bei Erwachsenen wirkt. Annie, du wirst zu einer meines Volkes werden. Was? Ich... Wir infizieren eigentlich nur Leute der GNO. Für jeden Mann, den Hayes tötet, entführen wir einen seiner Leute und spritzen ihm das Serum. Die meisten schließen sich uns danach an. Am liebsten wäre es uns, wenn wir Hayes selbst infizieren könnten. Dann würde er anders über den Zugang zur Biosphäre denken. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Ich weiß. Und ich kann nur wiederholen, wie leid es mir tut. Es ist vielleicht nur ein schwacher Trost, aber ich kann dir versichern,
dass dich ein Leben in einer starken Gemeinschaft erwartet, in der jeder für den anderen einsteht. Es ist kein schlechtes Leben. Wir sind keine Monster. Wir wollen nur unsere Zukunft gestalten, wie alle anderen Menschen auch. Es gibt kein Gegenmittel? Nein, tut mir leid. Was du sagst, klingt plausibel. Wenn ich es mir recht überlege, habe ich tatsächlich noch keinen deines Volkes einen Unschuldigen angreifen sehen, außer Annie. Es ist in Ordnung. Bist du sicher? Wenn das mein Schicksal ist, dann ist das halt so. Hätte mich Wesley nicht gefunden, wäre ich nicht bei ihm gewesen und wäre nicht infiziert worden. Ich kann das alles nicht mehr ändern. Anscheinend sind nun die Schatten mein Volk. Darf man... Ich meine, nennt ihr euch... Ich meine, ich bin... Herrje, nennen wir selbst uns auch Schatten? Nein. Diesen Namen haben uns Leute gegeben, die uns fürchten. Wir bezeichnen uns nur auf eine Weise. Menschen. Annie, wir könnten versuchen, doch noch ein Heilmittel zu finden. Abel hat gesagt, sie haben Wissenschaftler. Wir könnten... Mein Kompliment, Abel. Du kannst die Leute für dich gewinnen. Das muss man dir lassen. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass deine kleine Geschichte etwas nützen wird, oder? Was machst du denn hier? Ich will mich davon überzeugen, dass dieser Bastard auch wirklich das bekommt, was er verdient. Töte ihn! Tu es nicht. Ich weiß, dass Abel die Wahrheit sagt. Ich sehe es in seinen Augen. Hayes ist der Lügner! Armes Mädchen, Ihre Gedanken sind schon vollkommen verwirrt von diesem Teufelszeug, das dieser Mistkerl ihr gespritzt hat. Sieh dir an, was er mit deiner Schwester gemacht hat. Sie wird zu einem Tier. Töte ihn! Abel, bleib genau da stehen und beweg dich nicht. Bitte, Bruder, tu es nicht. Ich gehöre jetzt zu seinem Volk. Schluss damit! Du bist ein Söldner der neuen Regierung und dein Präsident befiehlt dir, schieß! Ich habe mich entschieden. Ich werde jemanden töten. Und zwar dich, Hayes, wenn du nicht sofort verschwindest. Dafür wirst du hängen, Verräter! Ich habe mit dir und deinem Verein nichts mehr zu schaffen. Geh! Das wirst du bereuen, ich schwöre, das wirst du bereuen! Niemand verrät den Präsidenten! Wo bin ich? In Sicherheit, Bruderherz. Es ist alles in Ordnung. Du wirst wieder gesund. Was ist passiert? Hayes hat versucht, dich zu töten. Beinahe hätte er es geschafft. Er hat dich voll getroffen. Du hast es Abel zu verdanken, dass du noch lebst. Er hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dich zu retten. Da muss ich mich wohl bei ihm bedanken. Was ist mit Hayes? Er ist entkommen. Abel meint... Ach, das erzählt er dir selbst. Du musst dich jetzt noch etwas ausruhen. Ich muss zu Abel. Ich will wissen, was er jetzt vorhat. Dickkopf. Sei wenigstens vorsichtig.